So. Chef, mein Lieber, schon am Arbeiten. Schönen guten Morgen, hallo. Hallo. Jörg Meigner, unser Küchenchef. Aber ich glaube, ich habe jetzt genug erzählt. Wir gucken jetzt mal dem Jörg ein bisschen in die Töpfe, weil der weiß viel mehr darüber, als ich jemals wissen werde. Viel Spaß, alles Gute, tschüss. Hallo, liebe Topfgucker. Nochmal von mir ein herzliches Willkommen bei uns im Haus, im Hotel Taschenberg bei der Kempinski Dresden. Ich bin der Küchenchef des Hauses, seit 2002 in Amt und Würden. Eine Foodjournalistin hat mal über mich geschrieben, ich bin hemdsärmlich, bedeutet so viel wie ein Koch zum Anfassen, merke ich übrigens jeden Tag oben. Meine Hobbys sind, ich gehe gerne in die Oper, sagte ich das schon, nein, ich habe keinen Hund und meine Telefonnummer ist 01, ruft an. Das reicht zum Erreichen, oder? Nein! Ja, schönen guten Tag, liebe Topfgucker. Herzlich willkommen im Taschenbergpalais, im wunderschönen Innenhof. Das sage ich nicht nur, weil ich hier arbeite, sondern der Hof ist wirklich schick. Und wenn der Boss nicht hinschaut, dann liege ich ab und zu mal hinten im Liegestuhl. Aber das ist jetzt nicht dran, nicht chillen, jetzt wird gearbeitet. Ja. Wir müssen erst was machen, bevor wir uns ausruhen können. Bitte. Ich höre, ich soll gerade noch Endgruß geben, das mache ich auch. Viel Spaß beim Nachkochen und ich hoffe, wir sehen uns mal im Taschenbergpalais. Ich würde mich echt freuen. Ja, schönen guten Tag. Wir sind hier im Palais Bistro, im Taschenbergpalais und möchten Ihnen heute zeigen, wie das beste Tatar der Stadt gemacht wird. Ich mache das nicht alleine, ich mache das mit meinem Kompagnon. Denken Sie nicht, wir können uns nicht leiden, das ist nicht so. Es sind die Corona-Zeiten, wir halten natürlich etwas Abstand. Mich hat es gefreut heute beim Topfgucker. Viel Spaß beim Nachkochen.